Ich grüße euch, ihr Lieben, zum nächsten, ja, Liebesorakel. Mache ich wieder zeitlos. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal einen Seelenpartner-Orakel, Auswahl-Orakel. Einfach so quasi als Botschaft an dich vom Seelenpartner. Es gibt auch jetzt die neuen Karten, Seelenpartner-Karten von Susanne Hühn. Ich habe sie eh schon mal in der letzten Legung, glaube ich, verwendet. Die sind wirklich so schön und die haben so schöne Botschaften, ja, und das geht auch ja, tief sozusagen, also nichts so Oberflächliches. Und ja, wenn man wirklich dazu lernen möchte und arbeiten möchte an sich. Und ja, ich freue mich ganz besonders, das möchte ich auch noch dazu sagen, bevor ich anfange, dass ich jetzt auch wieder ganz, ja, öffentlich oder also Beratungen einfach anbiete. Das hat jetzt eine Weile gedauert, es war bei mir wirklich sehr viel los und ja, war viel zu organisieren und ich habe so die Zeit nicht gehabt. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich eine Beratung nicht so, ja, so kurz, schnell machen kann, sondern wirklich, das geht sehr tief. Ich freue mich, wenn ich mit euch da in die Tiefe gehen kann, wenn sich da bei euch auch was tut energetisch dann. Und ja, ich habe das, wo ihr mich erreichen könnt, unter dem Video eingeblendet, meine Homepage. Ich habe es auch jetzt über Facebook noch. Falls es wieder mehr wird, werde ich das wieder lassen, weil es war wirklich, ja, also wie ich noch viele Zuschriften bekommen habe in der Zeit, wo ich aktiv war, dann bald nicht mehr zum Handeln, weil Facebook und da und dort und überall schreibt wer und dann weiß man nicht mehr, wo als erstes antworten soll. Aber im Moment, ja, habe ich es noch offen. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei den Telegram-Kanälen mit dabei seid. Ich habe das Claudia Engel Zeitenwende und Claudia Engel Lichtarbeiter. Da teile ich also bei der Zeitenwende alternative Nachrichten. Wenn ihr auch nicht an das glaubt, was euch von den Mainstream-Medien gesagt wird, sondern da wirklich auch hinter die Kulissen schauen wollt, ich teile dort sehr viel Sachen auch von anderen Telegram-Kanälen, aber auch die ich finde. Und ich teile auch meine Videos eben dort. Ja, ich habe auch alles auf dem Banner bei YouTube. Da gibt es rechts unten so kleine Buttons. Da habe ich auch das alles verlinkt. Meine Homepage, Facebook, die Telegram-Kanäle. Dort könnt ihr auch klicken, wenn ihr auf meinen Kanal geht. Ja, ich sage, ich habe wieder ein zeitloses Auswahl-Orakel gemacht. Ihr könnt euch die Farben aussuchen, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht auf der Kamera. Also das ist der klare, der durchsichtige, rot und blau. Oder ihr sucht euch aus, links, Mitte, rechts oder wie auch immer. Ja, wie gesagt, das ist so eher, ja, ein kleines, feines Orakel mit den Seelenpartnerkarten und mit den Kammerkarten von Katrin Knopp, die ich ja eher als Liebeskarten bezeichne, aber sie sind so super. Also sie zeigen schön die Themen in der Liebe an und wie gesagt, ich habe mir gedacht, wir machen so, ja, so eine Nachricht an dich quasi und ich räume jetzt mal die anderen auf die Seite und dann schauen wir mal, wenn du schon was gewählt hast, also wenn du das natürlich Zeit brauchst, dann halte das Video an, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt. Ja, ich fange mit denen an. Genau, also wenn du den klaren Stein gewählt hast, dann kommen jetzt folgende Nachrichten an dich. So, das erste. Dein Seelengefährte erlebt das Gleiche wie du. Auch er hat manchmal Angst vor dieser großen Liebe. Ja, ich glaube, das ist ein großes, großes Thema, ja, von den Seelenpartnern und Dualseelen. Diese Angst vor der Liebe, vor dem, dass es einfach wirklich zu viel ist. Also, ihr werdet es sicher alle kennen, manchmal kann Gutes auch zu viel sein. Ja? Das haben wir sicher alle schon mal miterlebt. Wenn man zum Beispiel einen lang gehegten Wunsch hat und der geht auf einmal in Erfüllung, dann ist man manchmal auch, ja, kann man damit gar nicht umgehen. Und ich habe das jetzt erst, ja, gestern von einer lieben Kollegin gehört, mit der ich eine Weile jetzt keinen Kontakt gehabt habe, weil jetzt sehr viel passiert in der Zeit, wo wir keinen Kontakt gehabt haben. Und sie ist auch in einer Dualseelengeschichte und ja, ihr Dual hatte das sogar gesagt, dass er quasi überfordert ist, dass das alles so viel ist und er liebt sie und der sagt echt alles das, was in den Büchern steht, was ich wirklich toll finde in dem Sinn, weil man dann sieht, dass es wirklich so ist. Ne? Also wie gesagt, ja, wie auch immer, die Person, dein Gegenüber, erlebt dasselbe wie du und muss auch in der Entwicklung gehen, nur meistens sind die halt so ein bisschen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber hinten nach, ne?
wir, die halt spirituell beschäftigt sind, spirituell sind, das ist jetzt keine Wertung, aber wir sind halt einfach weiter in dem Sinn. Ja? Aber eben, ihr erlebt beide dasselbe. So, das nächste ist, du darfst vertrauen und dich dieser Seelenliebe hingeben. Du bist in Sicherheit. Ja, also auch eine ganz wichtige Botschaft, weil ich denke mal, und ich weiß es ja aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner eigenen Dualseelengeschichte, das mit dem Vertrauen, das ist halt so eine Sache, ne? Wenn man immer wieder verletzt wird und einen Deckel kriegt mit meistens nicht melden und so weiter. Also damals war das so bei uns. Hat sich dann auch Jahre später geändert, also weil, ja, es war ja immer wieder sporadisch Kontakt da. Aber eben in der Zeit, wo wir zusammen waren, also ich war mit meiner Dualseele auch kurz zusammen und ein paar Wochen quasi oder ein paar Monate und eben dieses Nicht-Melden, keine Antworten geben, ne, das kennt sie wahrscheinlich eh auch alle oder dieses tausendmal ein Treffen versprechen und dann wird es wieder nichts und man hat es da echt wirklich nicht leicht, ja. Aber man soll sich trotzdem, dein Seelenpartner oder deine Dualseele ist dein Dualseele oder dein Seelenpartner. Die Person kannst du doch nicht verlieren. Ihr seid immer miteinander verbunden. Und das ist aber halt so, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, so etwas, was wir lernen sollen, dass wir eben nicht nur dem vertrauen oder dem vertrauen, was wir im Außen sehen, ja. Weil es kann genauso jemand, der immer da ist und sich immer meldet bei dir, und fremdgehen zum Beispiel jetzt, ja, also das ist sowieso keine Garantie, ob jemand da ist oder nicht, oder vielleicht gibt es auch andere Gründe, ne, dass du deinem Seelenpartner nicht mehr vertrauen kannst, dann ist halt einfach wirklich hier die Botschaft, dass du wieder ins Vertrauen gehen sollst. Eure gemeinsame höhere Aufgabe will sich verwirklichen. Okay, das ist natürlich auch für mich ein Zeichen, wenn ihr jetzt noch nicht zusammen seid oder auch keinen Kontakt habt, dass hier wieder Kontakt kommen soll, dass ihr auch zusammenkommen sollt, weil also eine Aufgabe gemeinsam zu verwirklichen geht ein bisschen schwierig, wenn man nicht zusammen ist. Wobei man das natürlich schon auch kann über die nicht sichtbare Ebene, ja. Das geht schon, aber ich denke mal halt trotzdem, wir sind ja nicht noch immer Menschen hier und keine Engel, obwohl ja auch viele menschliche Engel sind, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also keine geistigen, höheren Wesen in dem Sinn, sondern wir sind hier in der Materie und wir brauchen schon so auch, dass man den mit dem anderen halt Kontakt hat und den sieht und so weiter. Und wenn bei euch wirklich so eine Aufgabe, eine gemeinsame bevorsteht, dann würde ich das auch darauf hindeuten, dass ja, es mit euch vorgesehen ist, ne? Dass ihr eine höhere Aufgabe gemeinsam habt. Ja, und dann haben wir Probleme, ja, also hier kommen mal die Probleme, das heißt im Moment ist es zwischen euch wahrscheinlich ja nicht so ganz einfach, ja, dass es immer wieder Diskussionen und Probleme gibt, aber eben, ne? Also ich würde schon sagen, mit der Karte soll es dazu kommen, dass ihr zueinander findet. Dann haben wir die Öffentlichkeit, also ich sage ja, ne? Ihr müsst zusammenfinden, so, ich kann wieder mal die Karte nicht gescheit halten. Ja, und dann haben wir das Ende, ja, wobei ich das nicht als Ende in dem Sinn sehen würde, vielleicht das Ende der Probleme, das wäre natürlich ganz toll, aber das ist ja sehr angelehnt an die Lenormand-Karten und das ist die Karte 8, ist der Sarg, ja, also es geht etwas zu Ende, dass etwas Neues beginnen kann oder sich zu transformieren kann, was wieder darauf für mich hinweist, dass es bei euch jetzt wirklich, also solltet ihr noch nicht zusammen sein, wirklich in eine Gemeinsamkeit gehen sollt, ja? Ihr sollt zusammenfinden, ihr sollt wirklich einen Weg gemeinsam gehen und das ist für mich auch die Botschaft, ja, für euch. Ihr sollt vertrauen, ihr sollt wieder ins Vertrauen kommen und eben, dass das Ganze auch mal in die Öffentlichkeit geht und dass die Probleme ein Ende nehmen und dass es bei euch wirklich positiv weitergeht. Das wünsche ich euch auf jeden Fall von Herzen. Ja, dann gehen wir zur zweiten Legung, der rote Stern, wenn du den gewählt hast. Schauen wir mal, was hier ist. So, da ist der rote Stern. Dann haben wir hier die Karten, die Grammakarten. So, schauen wir mal. Und zwar, da hast du, sei voller Mitgefühl für deinen Seelenpartner. Ja,
auch so ein Part, wo vielleicht ein paar aufschreien werden und sagen werden, das ist super und wer hat für mich Mitgefühl. Aber das ist halt wirklich, die Seelenpartnerschaft, die Dualseelenverbindung ist wirklich eine Verbindung, wo man aus dem Ego rausgeht. Ich meine, ein Ego, ein gesundes Ego ist nicht schlecht, das wissen wir alle. Das solltet ihr euch auch behalten, ne? Aber ich finde das immer irgendwie, ich meine, ich mache es ja selber auch, ich gestehe es ja, oder ich habe es getan, dieses so, ja, okay, aber wie ist denn der zu mir und der ist auch so ein Arsch zu mir und ich weiß nicht was, ne, dann brauche ich jetzt nicht gut sein zu dem, ne, so in der Art, ja. Also das würde ich nicht machen, zumindest nicht, wenn du das innere Gefühl hast, also wenn du das innere Gefühl hast, dass du ihn verstehst, mit deinem Herzen und mit deiner Seele, aber dein Kopf sagt so, na hallo, und wie ist denn der zu mir und was macht denn der? Das ist dann wieder so dieses Ego. Natürlich solltest du dir nicht alles gefallen lassen, das heißt das auch nicht, ja. Aber einfach so eine gesunde Mitte finden und eben wissen, dass er auch nur ein Mensch ist oder sie, ja. Und auch egal, was passiert ist, er trotzdem, sagen wir mal so, er macht es nicht absichtlich, ja. Es sind ja eure Trigger, eure gegenseitigen. Und das ist, der muss das tun, ne? Das ist euer Seelenauftrag sozusagen. So, dann habe ich, du bist wie ein Magnet, der immer mehr Liebe, Glück und Erfolg anzieht. Wow, also da schaut es auch sehr positiv aus bei euch, bei dir. Ich würde wirklich sagen, das könntest du auch als Affirmation vielleicht umschreiben, also nicht du bist, sondern ich bin ein Magnet, der immer mehr Erfolg, Glück, also Liebe, Erfolg und Glück anzieht. Das könntest du dir zum Beispiel als Affirmation nehmen. Ist auch sehr, sehr positiv. Es bringt dich in eine sehr positive Energie und auch vielleicht in das Mitgefühl, ja. Weil wenn du dich gut fühlst und wenn du nicht grissgrämig bist sozusagen und dich in deinem Leid suhlst, ja, dann wirst du auch mehr Mitgefühl und mehr Gefühl auch bekommen für dein Gegenüber. Und dann haben wir halte Innenschau. Sie ist jetzt wichtig. Also bei dir geht es wirklich sehr stark um dich, um deine eigenen Themen, dass du eben nochmal auf dich schaust, auf wie gehst du mit dem Ganzen um, auch mit der Seelenpartnerschaft, und dass du hier wirklich dich um dein eigenes Glück kümmerst. Der Seelenpartner macht uns auch glücklich, wenn es mal soweit ist. Und auch andere Partner, aber natürlich sollen wir auch auf uns selber schauen und uns auch selber glücklich machen, ja, auch wenn das immer schon so abgedroschen klingt mit der Selbstliebe und so, aber es ist so, ne, und bei dir ist das anscheinend noch wirklich ein Thema, ja, das noch anzuschauen gilt. Ja, dann haben wir die Kommunikation, die Rivalin und die Verletzungen. Ja, es ist wahrscheinlich bei dir, also ich will jetzt nicht sagen, dass es noch kommt, ich hoffe nicht, ja, mit einer Rivalin, aber wahrscheinlich war das in der Vergangenheit und deswegen ist auch hier diese Mitgefühlkarte. Jetzt kann man natürlich sagen, so super, ja, was soll ich Mitgefühl haben, wenn der mich betrügt oder betrogen hat oder wie auch immer. Trotzdem, wie gesagt, er ist nur ein Mensch und jeder macht Fehler, ich will das nicht runterspielen, um Gottes Willen. Aber dass du so ein bisschen auch von der leichteren Seite sehen kannst, wenn es bei dir wirklich der Fall gewesen ist, wenn das so ein Thema war, ja. Also, ich meine, ich bin nicht so ein eifersüchtiger Mensch, in dem Sinn war ich eigentlich nie. Nur ich muss ehrlich sagen, bei meinem Dual war ich auch eifersüchtig, ja. Also, das ist schon so ein Thema, der hat dann auch eine, ja, oder hat er die schon während unserer Beziehung gehabt, das weiß ich nicht, weil wir etwas entfernt gewohnt haben. Und dann bin ich aber zu ihm mehr oder weniger wirklich um die Ecke gezogen. Also nach Wien, ich bin wieder in meiner Heimat, bin ja eine Wienerin und habe damals außerhalb gelebt und bin dann wieder nach Wien gezogen. In der Zeit hatte ich keinen Kontakt mit ihm, das war ihm dann nach diesen Kontaktabbrüchen. Und dann hat er mich genau bevor ich die Wohnung angeschaut habe, wieder angeschrieben, über den Chat halt. Und ich schaue meine Wohnung an. Ich habe schon gewusst, dass er in diesem Bezirk ist. Also seine Eltern haben dort gewohnt und er hat ziemlich lange bei den Eltern gewohnt. Und und dann, wie ich die Wohnung genommen habe, habe ich erfahren, wo er wohnt und es war wirklich ums Eck. Ja. Und das war echt für mich schon eine Herausforderung, obwohl ich sagen muss, wir haben uns eigentlich fast nie gesehen, nur ganz am Anfang, wie ich hingezogen bin, habe ich ihn halt ein paar Mal mit der Freundin Händchen halten. Ich bin bei der Roten Kreuzung gestanden und er ist vorbeigegangen mit ihr Händchen halten. Und da muss ich sagen, da war ich auch, also das war für mich echt schlimm, ne? Und das ist halt das,
da ist alles anders, ja, und die triggern uns einfach, ja, und das ist furchtbar, ne? Also, und wie gesagt, ja, wenn es dann Rivalen gibt, auch das ist dann deine Herausforderung. Vielleicht gibt es sie noch, vielleicht hast du erst erfahren davon, vielleicht erfahrst du auch noch davon, weil wir haben ja die Kommunikation. Trotzdem, wie gesagt, ne, ja, es ist nicht einfach und man soll es auch nicht gutheißen, wenn einen wer betrügt, ne? Also bei mir in dem Fall weiß ich nicht, weil ich zu der Zeit, wo ich mit ihm zusammen nicht weiß, ob er die da schon gehabt hat, die Freundin. Ich vermute es, aber ich weiß es nicht. Ich habe es halt dann erst offiziell erfahren, wie ich dort hingezogen bin. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, was ist, wenn wir uns da mal weglaufen und was weiß ich. Und ich bin mit der Freundin unterwegs. Da waren wir ja schon ein halbes Jahr getrennt, ne, wo das Ganze begonnen hat. Und, aber wir haben uns, wie gesagt, eigentlich nie, wir haben uns nie, wirklich nie, also ich habe 4 Jahre haben wir, ja, weil er, dann ist er weggezogen von dort. Und das habe ich dann wieder gesehen in Umzugswagen, interessanterweise. Sonst habe ich nie irgendwas gesehen oder so. Ne? Man wohnt so nah beisammen und doch läuft man sich nie über den Weg. Ja? Also das sind so Sachen, wie gesagt, das ist halt wirklich sehr speziell in den Seelenpartnerschaften, in den Dualseelen. Ne? Wie gesagt, deswegen, auch wenn irgendwas passiert ist, es muss ja keine Rivalin sein, es kann auch was anderes sein, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, wo er dich sehr, sehr verletzt hat. Ja, und ich finde, gerade mit den Menschen, die man liebt, gerade da sollte man eigentlich dieses Mitgefühl haben, dieses, ich würde fast sagen, bedingungslose Mitgefühl. Aber eben, das ist, um bei dir reinzuschauen, ja. Und damit es dir auch besser geht und damit du auch wieder die anderen positiven Dinge in deinem Leben anziehen kannst. Gut, dann, das war der rote Stein, der rote Kristall. Und dann schauen wir uns doch das letzte Deck an. Die letzte Legung, das war der blaue Stein, der blaue Kristall, ich sage immer Stein, das sind ja echt Kristalle. Und schau mal, was da die Nachricht ist für dich. Ach, irgendwie bin ich halt dann schief. Steht die Kamera? Oh, die Kamera steht ein bisschen schief, ja. Okay, oh, da haben wir heile deine Sexualität. Ja, das kann jetzt natürlich viel sein. Vielleicht weißt du bewusst irgendein Thema, vielleicht hast du wirklich irgendwo ein Problem mit der Sexualität. Da ist jetzt nichts Spezifisches. Schauen wir mal, was die anderen Karten noch sagen. Aber vielleicht weißt du es auch, vielleicht hast du auch Probleme in der Sexualität, vielleicht hast du auch keine und du weißt das nicht bewusst. Es gibt ja da auch unbewusste Probleme. Aber auf jeden Fall mal ein Punkt für dich, der wichtig ist. Dann haben wir, sei gut zu dir, wenn der andere gerade keine Zeit für dich hat. Also auch wieder so ein Thema wie gerade in der mittleren Legung auch so ein bisschen. Ne? Es geht um uns und wir sollen uns da nicht immer so an den anderen hängen oder warten, dass sich der meldet oder Zeit hat für uns oder wie auch immer. Also da ist wirklich, kümmere dich gut um dich. Auch natürlich kann das bedeuten in der Sexualität. Vielleicht hast du da auch ein Problem mit dir selber, ja. Und dass das so ein Thema ist und wenn der andere jetzt keine Zeit hat oder gar nicht in deinem Leben ist, dann hast du halt auch keine Sexualität. Was auch für viele schwierig ist. Und vielleicht ist es da wirklich an der Zeit, für jetzt da auch gut und für dich zu sorgen, für dich selber und dich um dich zu kümmern. Und wie gesagt, vielleicht hast du da ja auch ein Problem, ja. Also da schau mal rein bei dir, was dich da, ja, ob da irgendwas anklingt bei dir. So, und die dritte Karte, die ist aber sehr schön. Durch eure Liebe bist du wild, frei und unwiderstehlich. Okay, also das klingt ja wiederum, ja, sehr, sehr schön, ja, gar nicht passend, so irgendwie finde ich zu den anderen Karten. Aber vielleicht wirst du das dann, ne, wenn du dich hier befreist, auch mit den sexuellen Themen, ja, dass du dann halt, dann die Liebe leben kannst und dann wirst du auch wirklich so frei, innerlich frei und bist nicht mehr, eben weil, wenn man so in diesen Prozessen drinnen ist, gerade die Loslasser, wir sind ja so sehr irgendwie abhängig vom Gegenüber und dann wirst du dich wirklich befreien und dann bist du nicht mehr so abhängig, dass eben der sich meldet, der bei dir ist. Natürlich ist man gerne zusammen und das ist eh klar, ne? Und genießt die Zeit, ja. Aber eben, man sollte auch ein bisschen für sich sein können. So, dann haben wir noch die Hindernisse. Also es ist irgendwas hindert noch, ja. Also irgendwas wirklich, vielleicht schau mal bei dir. Also ich weiß jetzt auch nicht, das ist jetzt ein großes, weites Feld, ja. Was da für ein Thema ist bei dir mit der Sexualität. Dann haben wir die Familie.
kann natürlich schon aus den familiären Themen kommen und die Aufregung. Ja, die Aufregung passt natürlich da. Ja, das kann natürlich auch sein, dass du durch ja, familiäre Prägungen auch sexuell sehr gehemmt bist. Na, da wird ja oft viel Falsches unter Anführungszeichen mitgegeben oder schon, dass man seinen Körper gar nicht akzeptieren kann oder dass man eben, wenn man jetzt zum Beispiel sehr religiös erzogen worden ist, Sexualität, Selbstbefriedigung und so weiter als sehr schmutzig empfindet, ne? Das könnte natürlich schon jetzt ja, so Themen sein. Ne? Und deswegen sagen die Karten auch, sei gut zu dir selbst, damit du diese Hindernisse überwinden kannst. Und dann kommt die Aufregung, die ich da sehr als positiv eigentlich empfinde. Oder eben, es ist noch eine Aufregung aus der Familie. Vielleicht eben durftest du keinen Freund haben oder da gibt es ja so viele Sachen, ne, die man dann mitnimmt in das Erwachsenenleben und eben, dass die Eltern vielleicht sehr verschlossen waren und das Thema so überhaupt nicht irgendwie Thema war, ne, gerade bei den älteren Generationen, also ich bin ein 70er Jahrgang, also bei uns war das noch nicht, also von meinem Vater aus überhaupt nicht, also da wurde überhaupt nichts geredet, da wurde auch nicht aufgeklärt, gar nichts. Am ehesten noch meine Mutter, ne, aber die hat es eigentlich auch mehr oder weniger dem Bravo-Hefteln überlassen. Also wir haben uns ja noch alle mit Bravo aufgeklärt und ich war auch in einer Klosterschule, das heißt es gab auch keine, also damals wurde gerade die Sexualkunde eingeführt an den öffentlichen Schulen und ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater total empört war, weil da gab es extra einen Elternabend, wo die eben über das gesprochen haben. Und die haben die Eltern quasi befragt und es wurde natürlich abgelehnt. Ich weiß nicht, ob nur von den Eltern, von der Schule auf jeden Fall. Also hier gibt es keine Sexualkunde an der Klosterschule. Und also das habe ich, da war ich schon ein bisschen älter, das mitbekommen eben, ne, dass das so auch mein Vater auch sehr aufgeregt hat, obwohl der eigentlich nicht so, der war nicht religiös, also nur meine Mutter. Aber das trotzdem, ne? So, wie kann man das überhaupt in einer Klosterschule über besprechen? Aber die wollten das eben eh nicht. Und ja, das ist so, man hat dann eigentlich vom Elternhaus nichts mitbekommen in dem Sinn. Ne? Das Einzige, was mir meine Mutter erklärt hat, war, wie Kinder auf die Welt kommen. Wie sie entstehen schon wieder nicht mehr, nur wie sie auf die Welt kommen, das schon. Aber das ist das Einzige. Ne? Also sonst, wie gesagt, habe ich da in der Richtung auch nichts mitbekommen. Eher im Gegenteil, eben da ich sehr an meiner Mutter geprägt war, eben gerade das ja, religiöse, katholische, übliche Sex nur in der Ehe und keine Verhütungsmittel und ich weiß nicht was alles, ja, also das ist wirklich, und das kann natürlich, also ich habe das dann relativ schnell, muss ich sagen, da habe ich mich sehr schnell befreit draus, das ist irgendwie automatisch gegangen, war es auch vielleicht ein bisschen ein Widerstand, also ein Kollege von mir hat einmal gesagt, ich war im Widerstand, obwohl ich es nicht so empfunden habe, sondern ja, ich habe halt mein Leben gelebt, meine Jugend, ja, und ich habe mich mit Burschen getroffen und ich habe Sexualität gehabt und alles und das war auch bei mir echt alles super schön und toll und hat alles gepasst, aber mit meiner Prägung denke ich mir oft, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und eben, das kann natürlich so ein Thema sein. Ja. Also ich erzähle euch das jetzt nur so als Beispiel auch wieder, damit ihr vielleicht auch seht, ja, was da bei euch, ob da bei euch irgendwo sozusagen der Hund begraben liegt. Ja. Okay, also ich hoffe, ich habe euch da wieder helfen können damit, mit dem kleinen Orakel. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und dass ihr da auch eben ja, was mitnehmen konntet für euch. Na gut, ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage bis bald. Tschüss, Baba.